So, hier habe ich eine alte Verleihungsurkunde aus Bayern. Da steht drauf: Seine Majestät der König haben sich unterm 14. Februar 1915 allergnädigst bewogen gefunden, dem Gefreiten der 1. Feldpionierkompanie des 2. Pionierbataillons Johann Ackermann das Militärverdienstkreuz 3. Klasse mit Schwertern zu verleihen. Zur Bestätigung wird diese Verleihungsurkunde ausgestellt. München, den 28. Februar 1915, der Ordensgroßkanzler. Unterschrift, ja, kann ich nicht gut lesen, von irgendwas. Das stammt jetzt nicht aus der Familie, sondern das hatte ich mal auf dem Flohmarkt gefunden. Spiegelt jetzt Lampen.